Leute, was geht? Viele von euch haben gesagt, ich soll mir die geheime Nachricht von Wannabe an mich anschauen, weil er meinte, dass Travis Scott, mein seltenster Skin, der über 1000 Tage nicht mehr im Shop war, gebannt wird. Und ich hoffe, das stimmt nicht. Oh mein Gott. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, vergiss kein Abo und Like da zu lassen. Wir schauen uns jetzt das Video an. Ich habe echt Angst. Kommentare rein. Welche dieser Skins habt ihr schon und welche nicht? Okay, Freunde, macht euch bereit für ein ganz, ganz spezielles Video. Und zwar werden wir heute über 10 Skins reden, die wahrscheinlich nie wieder in Fortnite reinkommen werden, weil nie natürlich auch ein bisschen schwer ist. Weil bitte nicht Travis. Sagen. Aber ich gehe mal davon aus, die werden für längere Zeit nicht im Spiel drin sein. Manche von denen sind ja schon seit über 1000 Tagen gar nicht im Spiel drin. Unter anderem hier Travis Scott, der arme Bruder. Wir werden gleichzeitig aber auch eine krasse Challenge machen. Und zwar werden wir nur mit Waffen spielen, die wir von Perks kriegen. Lehnt euch zurück. Popcorn Time. Ich lehne mich auch zurück. Ihr guckt euch mal diesen Gleiter an. Travis Scott, überhaupt einer der geilsten Skins. Ich weiß, es gibt viele Leute da draußen, die wollen den unbedingt haben. Bring auch dieser Gleiter, ne? Die ich hab ihn. Bitte wird er nicht gebannt. Verschiedenen Styles. Das Problem ist halt, das ist einer der Skins, die wahrscheinlich nie wieder reinkommen werden. Ihr habt es vielleicht mitbekommen oder auch nicht. Und er wird vielleicht sogar rausgenommen. Bitte sag das nicht, Wannabe. Weil Wannabe hat Kontakte zu Epic Games. Travis Scott hat damals ein Konzert gegeben. Und das Ganze endete leider in einer Tragödie. Also da sind sogar Menschen umgekommen. Ziemlich, ziemlich heftig. Und da kann man, glaube ich, verstehen, dass der Skin da nicht mehr reinkommt. Weil er steht halt einfach mit einem sehr, sehr negativen Ereignis in Verbindung. Ich meine, schlimmer geht's ja eigentlich schon gar nicht mehr. Ich will auch gar nicht so tief über den Skin reden. Ob das jetzt der einzige Grund ist, keine Ahnung. Kann ja auch nur das wiedergeben, was ich irgendwie gelesen habe oder von dem ich gehört habe. Lassen wir das Ganze mal so stehen. Weil das ist schon ziemlich hardcore. Was geht denn hier ab? Ich kann halt nur mit dem Busch werfen. Was soll ich machen, Mann? Ich habe ihn sogar getroffen. Das ist keine Waffe übrigens. Bogen dürfen wir nicht benutzen. Habe ich auch noch keinmal mitgeschossen. Brauchen unbedingt eine Waffe gleich. Aber es dauert so lange mit den Perks. Was soll ich machen? Könnten wir in der Zwischenzeit über einen neuen Skin reden, der nicht mehr reinkommt. Und zwar Will Smith. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Den finde ich auch so cool, so schade, dass der nicht nochmal reinkommt. Gott, warte mal kurz. Versuchen wir mal kurz durchzukommen. Hallo Leute. Könnt ihr mich durchlassen? Tschüss, er trifft mich einfach und wie? Okay, ich bin fast tot. Das ist gar nicht gut. Ich wollte doch gerade über den nächsten Skin reden. Hey, ich habe Kopfgeld bekommen. Danke dafür, Bruder. Boosten muss ich auch schon wieder. Und zwar wollen wir über Will Smith reden. AKA Mike Lowry, habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Denn da geht es um die Bad Boys Version. Ich habe halt wirklich Will Smith eingegeben in der Suche, habe nichts gefunden, ne? Okay, lass mal gucken, welchen Perk wir gerade benutzen können. Schade, Schatz, gar nicht übel, nehmen wir aber nicht. Ich will direkt eine Waffe haben. Ja, er braucht diese mythische Pistole. Oh mein Gott, wir kriegen Militärarsenal, das Beste, was man haben kann. Einfach zwei Waffen auf einmal. Die Bögen wären auch gut gewesen. Es gibt noch eine Pistole, weiß ich. Die Saufkanone gibt's noch. Und den Schatz natürlich. Auf jeden Fall kommen wir mal zurück zu Will Smith. Der ist nämlich bei den Oscars einfach hingegangen. Oh Gott, er wollte mal gerade auch eine Backe. Stimmt. Will Smith ist bei den Oscars hingegangen und hat eine Schelle verteilt. Pfeife geben. Der hat einfach Chris Rock eine Backpfeife verpasst. Grund war, glaube ich, im Hintergrund, dass der Witze über seine Frau gemacht hat. Ist halt auch überhaupt nicht witzig oder so, ne? Oh Gott, der killt den anderen jetzt und ich kill ihn. Oh, let's go, wir haben es geschafft. Also Gewalt ist auf jeden Fall nie eine Lösung. Solltet ihr nur ein Spiel machen und da auch natürlich ein bisschen dezent, ist ja wohl ganz klar. Fortnite spielen ist noch in Ordnung. Kann man so sagen. Ja, auf jeden Fall kann man da irgendwie auch nachvollziehen, dass der nicht mehr reinkommt. Ich meine, wer hingeht und andere Leute schlägt, egal warum, Gewalt ist keine Lösung, der sollte halt auch nicht in Fortnite sein, ne? Ist halt ein kinderfreundliches Spiel, kann man verstehen, oder? Ja, das stimmt. Er wollte halt seine Frau verteidigen. Deswegen, die Meinungen gehen da auseinander, aber grundlegend hat er recht, Gewalt keine Lösung. Da gibt es noch einen anderen Skin, und zwar, der heißt irgendwie Ru oder so, oder Rü, keine Ahnung. Apropos Gewalt. Ich habe mich wirklich nie geschlagen und ich bin auch immer so ein Typ, wenn jemand irgendwie mit Gewalt droht, dann will ich das immer mit Reden regeln. Das einzige Mal, wo ich mich gefetzt habe, das war damals in der Grundschule auf dem Roten Platz wegen Fußball. Ja, da gab es dann die Tritte. Kam in Kapitel 2 Season 2 raus. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diesen Skin kennt. Ja, ihr glaubt gar nicht, wie schwierig das ist. Ich mache gerade eine Challenge. Ich bin nebenbei so mit Husten ein bisschen geplagt. Gute Besserung könnt ihr mir gerne schreiben, müsst ihr aber ja, und gleichzeitig rede ich noch über Skins, die nie wieder reinkommen werden. Auf jeden Fall wollen wir kurz über diesen Ru-Skin reden oder Rü oder wie der heißt. Der kam in Kapitel 2 Season 2 raus. Oh, Charlie Schatz, beste Leben. Wie oft habe ich danach schon gesucht, ey. Und dieser Skin wird nie wieder reinkommen, weil der erinnert ein bisschen an Deutschland, Zweiter Weltkrieg. Ist halt echt krank, ne? Aber es gab viele Leute, die deswegen Kritik gemacht haben. Echt? Und deswegen kommt der Skin wahrscheinlich nie wieder in Fortnite rein. Ich muss dazu aber auch sagen, diese I.O. hat mich auch immer ein ganz klein bisschen daran erinnert. Oh Gott, der Bug ist ja immer noch drin. Was passiert hier einfach? Allgemein Chapter 4, so viele Bugs. Ach, komm schon, gib uns noch was Geiles. Bitte, ich brauche gute Waffen. Gib uns Goldwaffen. Irgendwas Cooles, bitte. 3, 2, 1. Okay, es dauert ein bisschen länger. Und wir kriegen... Oh, was haben wir für geile Sachen bekommen? Tschüss. Goldene könnten wir mitnehmen, aber ich glaube, ich nehme lieber die Heilung mit. Oh, das ist...
Nimm lieber die Pump mit. Was machst du da? Es gibt keine bessere Pump als eine goldene Donnerschrotflinte. Wir holen jetzt den dritten Kill. Was Pass macht auf. 3, 2, 1 und. Hier dauert ein bisschen Wannabe. Länger. Du holst deinen Double, Alter. Stone-Skin, der nicht mehr reinkommt. Oh. Schießt deine Hardcore auf mich. Ich komm nochmal wieder. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare rein, ob ihr so Videos fühlt, wo ich einfach eine Challenge mache und gleichzeitig über aktuelle Dinge in Fortnite rede. Zu den aktuellen Dingen kommen wir gleich übrigens noch. Das denn hier? Oh mein Gott, ich dachte, es wäre ein Gegner gewesen. Lol, was ist das denn? Guckt euch das an, Gold ohne Ende. Ich bin einfach reich, ich bin Fortnite reich. Das ist sogar gut, weil wir müssen noch mehr Perks einsetzen. Kommen wir mal zu den nächsten Skins und jetzt wird's richtig spannend. Und zwar Rick and Morty. Ihr habt vielleicht mitbekommen. Echt? Die kommen nie wieder rein. Hey, wir können wieder ein neues Perk nehmen. Dass es da gerade einen heftigen Skandal gegeben hat. Und zwar der Synchronsprecher von Rick Sanchez. Der hat einfach was Illegales gemacht. Und zwar häusliche Gewalt. Also ihr seht schon wieder. Gewalt ist keine Lösung. Aber anscheinend wird es immer wieder angewendet. Schlimme Welt einfach nur. Der ist vom Filmset auf jeden Fall gebannt worden. Der wird, oh Gott, nie wieder Rick spielen. Wir müssen den mal kurz hier ausschalten. Warum stirbst du denn, wenn ich was erkläre hier, Mann? Das ist im englischsprachigen Raum auf jeden Fall passiert, aber hat natürlich Auswirkungen. Und zwar reden jetzt gerade alle ziemlich negativ über Rick and Morty und das kann dazu führen, dass diese Skins nie wieder reinkommen werden. Oder halt zumindest für eine sehr, sehr lange Zeit. Hier kriegen wir mal was Geiles hier? Bitte, Saufkanone. Gib mir was. Gönn! Das betrifft auf jeden Fall nicht nur Rick Sanchez, das ist der Battle Pass Skin, der hat ja richtig viele Versionen, sondern auch gleichzeitig Morty, seine Schwester und diesen blauen Skin. Wer ist der Mr. Meeks? Ich wusste es doch. Ey, ich krieg den auf die Kette. Wer ist das denn hier? Das Adlerauge sieht einfach alles. Keiner entkommt mir. Obwohl ich hier Leuten Frikadellen an die Backe laber. Ja, das ist ja noch einer. Ja, das war auf jeden Fall die Geschichte von Rick Sanchez und Co. Deswegen wird wahrscheinlich Rick and Morty für eine lange Zeit nicht mehr reinkommen. Dann müssen wir noch über Balenciaga reden. Habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Gab dann Heft. Ja, Balenciaga-Skandal. Ufo hat sogar seinen Song Balenciaga offline genommen. Sehr, sehr schade, weil ich den Song echt gut fand. Wegen Skandal. Es gibt ja Balenciaga-Skins. Und nicht nur ein oder zwei. Es gibt Da gibt es auch eine lustige Real-Life-Story. Ich war in Zürich wegen Ufo-Konzert, weil es in Berlin ausverkauft war. Und ich habe am Flughafen einfach Ufo getroffen und ihm Faust gegeben. Deswegen. Deswegen, Ufo ist der beste Künstler. Sogar vier Stück. Davon finde ich zwei Versionen ziemlich langweilig und zwei ziemlich geil. Einmal ist das der Doggo-Skin. Der kommt sogar in verschiedenen Farben. Ich verzieh mich hier mal. Alle wollen was von mir. Der Wolf, die Gegner. Und es gibt diesen Ritter-Skin. Okay, trifft er bei jedem Schuss. Und diese Skins werden wahrscheinlich auch für längere Zeit nicht mehr reinkommen. Ihr merkt... Das ist schade, aber ich habe die... Schon, es gibt so viele Skandale. Ich weiß gar nicht, ob die deswegen jemals wieder reinkommen werden. Weil das sind ja schon handfeste Sachen, ne? Oha, ich habe voll viele Skins übersprungen. Wir müssen uns ein bisschen dranhalten. Fortnite hat einfach mit so vielen eine Kooperation, die einen Skandal haben, fällt mir gerade auf. Halt doch mal den Sabbel. Brilliant Bomber. Kennt ihr den Skin? Er sieht ein bisschen aus wie der Farbbomber. Ist ein extrem seltener Skin. Ich weiß nicht genau, warum der nicht mehr drin ist. Er stirbt einfach. Der war durch einen Bug, glaube ich, ganz kurz drin. Nur 10 Leute oder so auf der Welt haben den. Hallo, hast du 10.000 AP? War das vielleicht ein Grund? Gab es einen Bug oder so? Ja, der übertreibt auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein seltener, seltener Skin. Ich glaube, sehr wenige Leute haben den. Der kommt aus unbekannten Gründen von mir auf jeden Fall nie wieder in Fortnite rein. Dann müssen wir über Black Adam reden. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Das ist wirklich eine richtig lustige Geschichte. Ja, eigentlich nicht so lustig für The Rock, muss man sagen. Ey, der stirbt auch schon wieder nicht. Und zwar hat er den Film gemacht, The Rock, Black Adam, um DC Universe. Die haben sich dann irgendwie zusammengesetzt und haben gesagt, wisst ihr was? Black Adam wollen wir in unserem neuen Universe gar nicht. Das heißt, der Typ hat einmalig einen Film gemacht und das war's jetzt dann wieder. Verstehe ich nicht. Deswegen kann man wahrscheinlich auch verstehen, warum Fortnite den nicht mehr reinbringen wird, weil ich meine, es macht keinen Sinn für die. Es wird keinen neuen Teil geben, keiner redet darüber. Die werden jetzt darüber reden, wie ich den platt mache. Nein, der ruft mich weg. Er trifft mich, ich treffe ihn nicht. Ich werde sterben, glaube ich. Oh Gott. Das ist überhaupt nicht gut. Wir müssen hier hoch. Ich bin so tot, ich bin in Not. Ein ähnliches Ereignis könnte es für Eddie Brock geben. Und zwar den Skin von Venom, der sich ja verwandeln kann. Zwar sollte da noch irgendwie Teile geben, aber der ist halt in der geraumen Zeit auch nicht drin. Auf jeden Fall gibt es da irgendwelche lizenzrechtliche Probleme. Angeblich sind irgendwelche Fotos veröffentlicht worden. Da ist eine Menge im Busch, kann ich euch sagen. Der wird auf jeden Fall aber längere Zeit nicht reinkommen. Das liegt halt auch daran, weil die Marvel-Skins ständig reinkommen, der aber nicht reinkommt. Ist halt komisch, ne? Jetzt müssen wir nochmal schnell gucken. Welche Skins haben wir noch? Wir müssen noch über Black Widow reden. Auch da gibt es, glaube ich, irgendwelche Lizenzprobleme, oder? Oh nein! Der Skin ist extrem cool, aber den habe ich vor ein paar Tagen im Shop gesehen, tatsächlich. Der war vor ein paar Tagen wirklich im Shop. Boah, es leben gar nicht mehr viele, nur noch zwei Leute. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Überhaupt ist es, glaube ich, problematisch, dass es einfach zwei verschiedene Versionen immer gibt. Einmal bei Venom, dann haben wir dasselbe Problem bei Black Widow jetzt. Weil die kam ja ursprünglich 2019 raus. Und den Skin hat man einfach seit 1300 Tagen nicht im Shop gesehen. Der war vor ein paar Tagen im Shop, auf Ernst.
Oder habe ich das verwechselt? Leute, schreibt mal bitte in den Chat, ob der vor ein paar Tagen im Shop war. Der ist so geisteskrank, ne? Das sind voll die Sweaty-Bären hier. Ja, treff halt jeden Schuss hier, beruhig dich mal. Damals hätte ich einfach diesen Skin haben können. Braxis meinte zu mir so, Bruder, willst du den haben? Schenk dir den? Der kam gleichzeitig zu dem Skin raus von den Guardians of the Galaxy. Ich kann mir einfach keine Namen merken. Es ist ein 1 gegen 1 gerade. Und ich so, nö, brauche ich nicht. Ich will den gar nicht haben. Damals war auch der Thanos-Handschuh noch drin. Ey, das waren geile Zeiten, ich sag's euch. Und dann kam einfach eine neue Version raus von dieser Black Widow. Ein Cup ist damals gewesen und man konnte den freischalten. Und jetzt kommt halt nur noch diese Skin-Version in den Shop rein. Ist halt so, was willst du machen? Hast du die alte Version, bist einfach ein heftiger OG, hast einen der seltensten... Ach so, die andere. Ich weiß, welche Version er meint. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt kannst du dich freuen und alles ist Tutti Frutti. Nur das ist jetzt nicht Tutti Frutti. Nein, ich will nicht sterben. Eine Version haben wir noch. Müssen uns ein bisschen ranhalten. Stranger Things, kennt ihr alle. Ihr habt wahrscheinlich auch die letzte Staffel geguckt. Zwar sind die auch seit 2019, glaube ich, nicht drin gewesen. Ui. Es gab damals eine heftige Kooperation sogar mit diesen Portalen da. Der bräuchte auch mal ein Portal, glaube ich. Der wird jetzt gleich sterben. Die hätten das dieses Jahr reinbringen können mit der neuen Staffel. Haben sie aber nicht gemacht. Wegner war ein Thema, die Uhr und alles. Oh mein Gott, werden wir es schaffen. Let's go, wir holen den epischen Sieg. Das ist für Stranger Things und all die Skins, die nicht mehr reinkommen werden. Was soll ich sagen? Auf jeden Fall, Stranger Things wird wahrscheinlich nicht mehr reinkommen. Ist schade, das Monster habe ich nicht, diesen Hopper habe ich nicht. Was willst du machen? Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, welche Skins habt ihr nicht und welche würdet ihr gerne haben. Ich bin gespannt drauf. Haut rein, bis zum nächsten. Haut rein, Leute. Nehmt mal Kopf, kommt jetzt in den letzten Videos. Vergesst kein Abo und Like da zu lassen und tschüss.